Ah, die italienische Küche, die lieben wir doch alle. Und ganz besonders die Pasta-Gerichte. Und was mag ich so richtig, richtig gerne, ist eine Lasagne. Aber Lasagne ist mir viel zu langweilig. Ich habe da ein Rezept gefunden im Internet. Und das ist eine Lasagne Tortellini XXL. Und die mache ich jetzt für euch. Da freuen wir uns doch. Wird's ein Gaumenschmaus oder ein fieser Gaumengraus? Die Zutaten. 400 Milliliter Tomatensoße, 10 Gramm frisches Basilikum, eine Zwiebel, 2 Esslöffel Butter und 15 Lasagneblätter. Das alles kennt man auch von einer normalen Lasagne, also bisher nichts Besonderes. Wie geht's los? Jawohl. Mit der Zwiebel, mit dem Knoblauch und mit dem Hackfleisch für die Hackfleischsoße. Doch vorher geht Dirk der Zwiebel und dem Knoblauch an den Kragen. Und wie immer ist er mit dem passenden Tipp am Start. Ich liebe Knoblauch und das gehört da auch unbedingt hinein. Aber hier gleich ein Küchentipp, wer ihn noch nicht kennt. Wir machen schönes Knoblauchpüree da draus. Da brauchst du nämlich her, deine Knoblauchpresse nicht so zu reinigen. Einfach ein bisschen Salz da drauf. Und dann werden wir das Ganze richtig schön hier auf dem Brett zermörsern zu einer Paste. Und dann? Wir braten jetzt das Fleisch an mit den Zwiebeln. Und das muss ich mal reklamieren. Hier steht im Rezept erst die Zwiebeln und den Knoblauch braun braten. Leute, Knoblauch scharf angebraten wird bitter. Erst das Fleisch da rein. Richtig schön Farbe ziehen. Dann nach dem ersten Mal drehen. Was rede ich denn da? Guck doch einfach, wie ich das im Topf mache. Den Knoblauch erst später dazugeben, sonst wird er bitter. Wichtig: das Fleisch scharf anbraten und nicht zu viel rühren. Denn nur so entstehen die leckeren Röstaromen. Und wie sieht's aus? Noch ein Tipp für uns, lieber Hoffmann? So muss es anbraten. Jetzt hier ganz wichtiger Küchentipp. Gebt jetzt keine Gewürze. Salz, Pfeffer oder irgendwas dazu. Dann tritt das Wasser aus und dann haben wir direkt eine Soße. Hier wollen wir richtig schöne Röstaromen. Beim Kochen sind alle Emotionen voll im Einsatz. Hört ihr jetzt hier was? Hört ihr? Jetzt ist das Wasser komplett verschmort. Jetzt wird das Geräusch wieder lauter, das ganze Orchester. Jetzt geben wir die Zwiebeln dazu. Übrigens, Hoffmann ist ein echter Italien-Fan. Bella Italia. Hoffmann, was freust du dich eigentlich so? Vielleicht wird das hier gar nichts. Vielleicht wird es ja ein Gaumen grau. Fleisch und Zwiebeln sind angebraten. Jetzt darf das Salz dazu und die Knoblauchpaste. So, was kommt denn da jetzt noch rein? Nix. Okay. Und weiter geht's mit Tomatensoße. Sehr eigenartig an diesem Rezept ist, da kommt kein Zwiebel, kein Knoblauch drin, aber da haben wir ja schon genug im Fleisch. Die wird ganz pur. Aber das ist noch nicht tomatig genug. Da soll noch Tomatenmark mit rein. Die ist doch schon dickflüssig genug. Steht da so drin. Salz und Pfeffer würzen. Das war's dann schon. Bisschen Oregano vielleicht. Geht gar nicht. Das steht so nicht im Rezept. Egal. Hoffmann hat trotzdem gute Laune. Reine Tomatensoße, ganz pur, mit Salz und Pfeffer gewürzt. Der Tipp immer wieder, bei rotem Gemüse ein bisschen Zucker mit rein, rundet das Ganze ab. Ansonsten können wir das so lassen. Auf geht's zur nächsten Schicht. Denn so eine Lasagne hat ja ein paar Schichten und das Ding wird dann so ein Tortellini. Und was noch? Ricotta, Basilikum, Ei, Parmesan in eine kleine Schüssel mischen, rühren bis eine glatte. Oh, das habe ich aber noch nie gehört.
Ricotta habe ich vergessen. Da muss ich doch noch mal ganz schnell in den Keller gehen. Und von dort direkt in den Supermarkt. Was eigentlich ist genau Ricotta? Ricotta. Dafür brauchst du nicht extra nach Italien zu fahren. Nein, gibt es in Deutschland auch. Und was ist es? Ganz simpel, es ist ein Frischkäse. Und solltet ihr mal irgendwo im Ausland sein, kriegt ihr garantiert keinen Quark. Und wollt euch trotzdem Käsekuchen backen? Ricotta, die gibt's sogar im Ausland. Jetzt aber fix zurück in die Küche und weiter im Takt mit dem Internetrezept. Zack! Ricotta steht beim Hoffmann immer im Keller. Nun kommt noch Farbe ins Spiel. Basilikum. Und dann? Jetzt wird der Käse gerieben und da habe ich wieder meine dicke Tröte. Und etwas italienischen Parmesan. Das ist ja mal wahnsinnig interessant hier. Frischkäse, Parmesan, das wird eine tolle Creme. Aber das auf einer Lasagne, das hat noch nie ein Italiener gehört, geschweige denn ein Rheinländer. Chef, das wird doch keine Lasagne, sondern eine Lasagne-Tortellini XXL. Dazu brauchen wir hier Ricotta nicht extra, weil Parmesan hat ja schon unheimlich viel Aroma und Geschmack. Wunderschön frischen Kräuter Basilikum dazu. Und was kommt jetzt? Jetzt kommt die fünfte Sache. Das ist natürlich, was brauchst du bei einer Lasagne? Eine Bechamel. Der absolute Lasagne-Klassiker. Ganz einfach. Einen ordentlichen Schlag Butter, eine Kelle Mehl und dann einmal kräftig rühren. Mit einem Glas Milch ablöschen. Hoffmanns Tipp? Noch etwas Muskatnuss dazu reiben. Und was ist noch wichtig? Und immer rühren, 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 rühren. Sonst hast du Knüppelchen. So macht man es in Italien. Da kommt der Parmesan nicht auf, sondern in die Bechamelsoße. Weiter geht's mit den Lasagneblättern. Okay. Wunderschöne Frischnudelteigblätter. Wo habe ich die her? Ab an die Feinkosttheke. Mein Freund Giovanni, ha, basta, basta hier, frische Nudelteig. Hör mal, ich habe hier wieder ein Wahnsinnsrezept, mein Lieber. Ich brauche Lasagneblätter. Warum sind die so besonders? Wenn ihr die Möglichkeit habt, Frischnudelteig zu bekommen, er schmeckt viel besser, ist schneller zubereitet und bleibt garantiert richtig schön al dente. Bissfest, besser als diese fertig gekauften Trockennudeln. Okay. Ah, guck mal hier. Happy Birthday to you. Ciao. Zurück zur Lasagne Tortellini. Die wird später gestürzt. Das heißt, damit die Käsecreme nachher oben ist, muss sie zuerst in die Schüssel. Etwas tricky, aber macht durchaus Sinn. Das ist der dickste, der fetteste Tortellini, die ich jemals gemacht habe. Ob es denn dann schmeckt, ist mir auch egal. Es macht Spaß. Dann wird, so wie man es von einer Lasagne kennt, fleißig geschichtet. Hackfleisch, ein Klacks Bechamel, eine Schicht Lasagneblätter und nochmal von vorne. Am Ende die restliche Käsecreme und dann macht der Hoffmann seine Lasagne-Tortellini dicht. Jawohl, Deckel drauf. Das pappt. Cool. Was soll's, jetzt geht das ganze Ding für 35 Minuten bei 180 Grad in den Backofen. Dann machen wir das doch so. Halt, Dirk, du hast was vergessen. Kleiner Tipp, bevor wir es backen, legt oben drüber Pergamentpapier, damit uns die letzte Nudelschicht nicht komplett vertrocknet. Heiß, 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 heiß. So, und jetzt kommt's. Da, 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 da. Jetzt muss die XXL Lasagne Tortellini nur raus aus der Schüssel, denn Hoffmann will den Parmesan noch pimpen. Feuer frei. Das ist doch wohl mein Hingucker, oder? Optisch auf jeden Fall. Aber schmeckt's auch oder graust es einem? Das darf die liebe Jury entscheiden, denn die muss jetzt testen. Da landet ein ordentlicher Klotz auf dem Tisch. Und was sagen Sie? Schmeckt super. Ich hätte gedacht, dass das sehr deftig ist, aber durch die Tomaten und die Kräutermischung schmeckt hervorragend. Die Füllung ist so lecker herzhaft, also absolut zu empfehlen. Als das Ding reinkam, war ich mega begeistert von der Idee, weil es sieht einfach cool aus, so eine riesen Tortellini zu sehen. Und es schmeckt auch sehr gut. Und XXL
ist genau mein Ding. Jetzt muss der Chef ran. Er hat die XXL Lasagne Tortellini schließlich zusammengeschustert. Lasagne Tortellini XXL. Das ist XXL hammergut. Mit diesem Ricotta da drin, dem frisch geriebenen Parmesan, diesem gebratenen Hackfleisch und dann da drumherum diesen frischen Nudelteig. Das Ding müsst ihr unbedingt nachkochen. Si, si, wir haben's kapiert. Das Ding ist eine Offenbarung.